Es hat gedrückt, aber dann habe ich es fliegen lassen. Ich habe auch noch schön klebriges Harz mit dabei. So, es ist der letzte Tag, würde ich sagen. Als Kleidgel. Nee. Der letzte Tag, bevor Ben ins Bett geht. Genau. Sag mal, ob wir Glück haben. Geißner heute gut drauf. Sehr gut. What? Und was ist morgen? Was ist denn das für ein langer Wetterbericht? Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Eierfest. Ach so, deswegen. Eierfest, ja, da gibt's auch schon die. Also das nächste Mal machen wir mit dem Eierfest weiter. Sehr gut. Dann sind wir fast genauso weit wie letztes Mal, ne? Ne, das Eierfest hat man schon. Wir werden noch ein, zwei Tage nach dem Eierfest. Fast so weit. So, jetzt gehe ich mal in... Ja, wir haben heute halt weniger Rollenspiel gemacht und mehr durchgepowert. Ja. Und ja auch Events gehabt, die wir noch gar nicht hatten. Hier gibt's Grünkohl. So, Benni, du wolltest noch einen Ofen bauen? Ja, das könnte man auch mal machen, stimmt. Ich gehe mal kurz in die Mine. Du kannst aber auch einen Ofen bauen. Nö, in die Mine. Weil ich bin dafür nicht so doof, was Lumi letztens verkackt hat. Oh, ein Dis. Verkackt? Was? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. Hm. Sehr schön. Mascha alle. Lumi hat letztens in der Mine verkackt. Achso, weil sie gestorben ist, das meinst du? Ja. Ja, hoffentlich hat sie jetzt den Mund nicht zu weit aufgerissen. Das wäre nämlich ziemlich witzig. Ich würde es ihm tatsächlich gönnen. Wenn ich den Mund zu weit aufgerissen hätte, wäre ich schwul. Nee. Das wäre kameradschaftlich. Mit dem Arsch zur Wand schlafen und Mund offen lassen. Mm. Hallo Ben, morgen halten wir das Eierfest am Stadtplatz ab. So, ist echt jetzt die Szenen, die ich rausgeschlagen habe, die muss ich jetzt nochmal machen? Ja. Ey, warum sind denn hier Samen nicht an... Was ist los bei dir? Wer nicht angebaute Samen einfach so... Moment, das sind nicht für die Jahreszeit, die kriegt man erst im Sommer. Ja, das sind die von der Melone. Deswegen kommen die da in die Truhe rein. Das hat das ja, aber richtig... Blumenkohl ist auch hier drin gewesen. Warum sind Blumenkohl da drin? Ja, herzlichen Glückwunsch in meiner Welt. Das gibt natürlich keinen mein Sinn. Gott. Ja, siehst du mal, Ben, jetzt regst du dich über die Truhenordnung auf. Dass Sachen drin sind, die schon längst gesät hätten sein müssen. Ja. Darüber rege ich mich auf. Ihr seid doch fürs Sehen zuständig. Ich besame dich gleich. Das will ich war sehen. Mach ein Video davon. Dass du sowas sehen willst, war mir schon klar. So. Leder wird aber nicht drin vorkommen. Das ist mir egal. Hauptsache Penis gucken. Ja. So, was machen wir denn jetzt noch für Saatgut? Penis. Machen wir doch mal ein bisschen Blumenkohl, oder? Blumenkohl haben wir noch nicht genug. Blumenkohl kann man nie genug haben. Ich mag Blumenkohl. Hallo Nubik, du kommst ja ungünstigerweise zu dem ungünstigen Thema. Was? Herzlich willkommen. Ach so, weil ihr gerade beim ja. Besamen wart. Genau. Beim Blumenkohl? Das ist doch ein nettes Thema. Ich weiß gar nicht, was er hat. Genau, hab nur Penisse gehört, alles klar. Das ist ja auch nur, wir haben nur über Penisse gesprochen, über nichts anderes. Wir reden den ganzen Tag schon nur über Penisse. Penen eigentlich, oder? Dann. Ich glaube, Penis ist tatsächlich, wird gar nicht gesteigert. Penis bleibt Penis. Ja? Ich weiß es, aber ich bin aber auch kein Lateiner. Noras und Noras. Wir haben keinen Dings mehr, kann das sein? Was? Ja, Dings, genau. So ist nur. Dünger. Nee, wir haben auch kein Harz mehr. Das ist schlecht, dann brauchen wir Harz und Dünger, weil ich habe nämlich 17 Blumenkohl. Ja, Samen. Penisse und Blumenkohl und Besamung. Und dann haben wir hier noch eine Katze dabei. Das sind unsere einzigen Themen. Katzen, Penisse und Blumenkohl. Okay, hier sind ja schon jede Menge Bäume neu angepflanzt, die lasse ich jetzt einfach mal wachsen, ne? Aber da oben ist einer ausgewachsen. Dann hau mal ein paar um. Ich will jetzt die ersten Barren fertig und den Schmelzöfen und so. Das ist mir jetzt egal, ich brauche Bäume. Ich habe ja schon zig gepflanzt. Wir sind hier sowieso quasi die Rednecks in Stardew Valley. Alles Familienzucht. Was heißt denn Rednecks? Rednecks sind, glaube ich, einfach die Texaner, nennt man, glaube ich, häufig Rednecks. Das sind so ein bisschen die Hinterwäldler der USA. Ja, ach so, genau. Deswegen die Inzucht, meinst du? Genau. Das ist aber schon ein bisschen arg vorurteilsvoll, gell? Ja, wobei das halt bei denen wohl gar nicht so unüblich ist, dass die mal ihre Cousine heiraten. Ja gut, Cousine ist in Deutschland auch legal.
Ja, aber bei denen ist es wohl häufiger. Ja, das Spiel hat inzwischen Multiplayer. Ich glaube, seit ein paar Monaten inzwischen schon, wie gesagt. Seit dreien hast du von uns gesagt. Ja, das war geschätzt. Also es ist schon ein paar Monate. Es war vorher in der Beta, der Multiplayer. Und inzwischen auch schon wird released, offiziell und so. Ich war als Kind in meinen Cousin verknallt. Ich würde meine Cousine heute noch nehmen. Das darfst du ja deine Freundin nicht wissen. Die guckt zum Glück nicht auf Twitch. Nein, meine Cousine ist echt hübsch. Sag ich mal so. Ja, das darf ich hoffentlich sagen. Ja, natürlich. Das darf ich hoffentlich sagen. Wie viele Harz hast du denn jetzt? 6. Man braucht 2 für einen Dünger, gell? Ja. Also genau, ein paar Wochen nach Release-Verschluss kann ich das sagen. Ich bin nicht Single, ne? Ich habe eine Freundin. Aber ich kann ja trotzdem viel sagen. Wenn man sich trotzdem vertraut, ist alles gut. Geht das, hast du ganz viele Vertrauen. Zuschauerinnen verloren mit einem Schlag. Weil ich so viele 2 Zuschauerinnen hatte. Wenn überhaupt. So viele 2 Zuschauerinnen ja. Langt ja. Ja, meine Cousine. Oder alle Männlichen wollen jetzt deine Cousine nageln und alle Weiblichen sind jetzt weg. Also immer noch, wenn ich auf YouTube gucke, habe ich keine weiblichen Zuschauer, außer dich. Du bist natürlich wirklich der einzige konstante weibliche Zuschauer. Mal davon abgesehen, dass YouTube das ja nicht mehr rausgibt. Seit dem DSVGO hast du keine Angaben mehr über Geschlecht. Och. Also ich hatte tatsächlich auch ein paar weibliche. Scheinbar gucken Frauen dann doch auch wieder mehr Frauen. Also ich glaube, vorher hatte ich ungefähr 95% Männer. Ich kann noch gar keinen Dünger machen. Das ist natürlich ungünstig, da muss ich gleich einen Dünger machen. Ja, ich leg dir das Harz hier in die Truhe. Ich hack gerade noch ein paar Bäume für mehr Harz. Ja, dann gehe ich mal eine Runde dösen, sonst kann ich nämlich nichts mehr pflanzen. Also ich habe jetzt 30 Harz reingelegt. Also eigentlich müsste es lang für genug Dünger. Ja, ich habe ja dummerweise eh schon jetzt alles angesät. Bis auf 1. Daher. Ich habe doch die Saat schon ausgebracht. Wir haben keine Samen mehr. Doch, ich habe doch noch 17. Achso, das neue. Achso. Ja gut, die kann ich natürlich noch machen. Deswegen machen wir doch gerade Dünger. Hasi. Die kann ich natürlich noch machen. Ja, dann machen wir 17 Dünger und wenn ich wach bin, dann können wir beide zusammen düngen und pflanzen. Als Hase kann ich nicht reden. Düngen und pflanzen. Oh Gott, das sieht furchtbar aus. Ich mach das nicht. Meine Webcam. Ich muss ja gucken, wie ich mich präsentiere. Ich hätte mich vorher noch schminken können. Warum hast du das nicht gemacht? Da hättest du noch 10 mehr Zuschauer. Ach, ich habe die Facecam so klein, das sieht man gar nicht. Das ist ja schon wieder ein Fehler. Die Facecam muss mindestens ein Viertel des Bildes einnehmen, ja? Ich hätte überlegt, ob ich ein bisschen Make-up auflege gegen Augenringe, weil ich heute irgendwie sehr müde aussehe, aber ich habe es dann doch gelassen. Wisst ihr, ich habe mir das Schlaf gemacht gegen Augenringe. Ah, du bringst schon Dünger an, sehr schön. Hier gibt es übrigens so ganz viele kleine Dupfen, die man irgendwie noch füllen ja, kann. Ja, ich bin schon dabei. Total genervt. Ups, jetzt hätte ich fast die Samen kaputt gemacht. Aber meine Samen gehen nicht kaputt, wenn ich da einmal drauf hau. Wie oft hast du nur drauf gehauen beim Kaputtgehen beim Dia letztes Mal? Vielleicht haben sie das mittlerweile auch gesperrt. Also es war auch gar nicht die Pflanzen, die Samen, sondern wirklich die komplette Pflanze. Anstatt zu ernten, habe ich sie kaputt gehauen. Ups, das war's falsch. Mehr brauchen wir gar nicht. Ich habe nur noch einen. Das war's. Wir müssen noch gießen. Ich hole noch mal eine Gießkanne und dann helfe ich dir. Blablabla. Ach, ist das idyllisch? Fast, als wäre es der Friedenshof. Es ist noch der Friedenshof. Ach so. Ich habe ihn, auch ich wollte ihn eigentlich 2.0 nennen, aber dann hieß er Friedenshof 2.0 Hof. Friedens 2.0 Hof. Genau. Ich habe sogar noch Dünger jetzt übrig. 2.0 Hof, ja. Was? Ich habe sogar noch Dünger übrig, 5 Stück. Dann lager die doch einfach ein. So, das brauchen wir, das brauchen wir. Und wir müssen hier noch ein bisschen da einmal anzünden. Was? Ich habe angezündet. Ach so, du meinst den Ofen. So, dann machen wir das noch. Ein paar Bäume raus. Zack. Bäume. Ich habe gerade schon Bäume angepflanzt. Da oben sind noch ganz viele. Links unten geht, glaube ich, wenn dann noch. So, ich habe die Zellen wieder geschafft. Ich habe auch noch ein paar weggemacht. Und jetzt gehe ich angeln. Ich hätte übrigens demnächst gerne eine bessere Angel. Aber das kostet halt 500. Ich glaube, da ist der Rucksack erstmal wichtiger. Der Rucksack ist, glaube ich, für uns alle wichtiger. Wir sollten erstmal alle einen Rucksack haben und dann können wir deine Angel holen. Ich habe schon eine Angel. Aber ich hätte gerne bessere. Eine bessere Angel. Vor allen Dingen, wenn wir dann den Rucksack haben, dann können wir eher in der Mine mehr holen. Und dann ich hätte können wir gerne auch eine längere Angel. Käferfleisch holen für Köder, für deine Angel. Wir haben schon einen Haufen Köder, glaube ich.
Haben wir? Also Harzen. Ein paar zumindest, glaube ich. Ah, jetzt habe ich gepennt. Du kannst der Köder auch tatsächlich angeln. Das ist ein bisschen schizophren, aber ja, geht. Natürlich. Ist das auch so, hier kleine Fische angeln und so. Kann mal jemand... Ach, warum hast du denn... Ja, kann mal bitte jemand. Ich kann nicht, ich angel. Ich bin gerade am Holzhacken. Du kannst doch jetzt wohl selber diesen Ofen einsammeln und wieder hinrichten. Was ist los mit dir? Ja, nee, nicht den Ofen hinrichten, er soll überleben, ja. Ich habe ein volles Inventar. Der Witz war so schlecht. Ja, aber war ein Witz. Naja. Du hast dir das Witz erkannt. Das, was ein Ben unter Witze versteht, ja. Hey, du hast das Witz erkannt. Nee. Oh, dieser Scheiß. Und dieser scheiß Bettmobil hier angeflogen. Bettmobil? Achso, meinst du den Fledermaus? Oh Gott, ey. Wie geht's denn dir, Nubik? Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Nubik. Nubik. Nubonji. In the house. Du hast komplizierte Menschen bei dir. Hier wird geangelt. Meinst du nicht, wo eins angeln ist sinnvoller? Bitte was? Meinst du nicht, woanders angeln ist sinnvoller? Nö, ich habe jetzt gerade einen Zwergwels in Silber gefunden. Es gibt überall andere Fische. Ups, das ist echt wieder kriegt eins auf die Nase, dass ich reingetan habe. Ja, eins noch, sonst Wochenende. Ja, das stimmt. Hast du dich denn schon vorbereitet auf die neue Path of Exile Liga? Nächsten Freitag. Ich rede tatsächlich gerade nicht mit euch ausnahmsweise. Achso. Du musst jetzt immer den Usernamen vorher vorlesen, damit wir wissen, dass du Noob redest. Noobonji in the house! Das geht. MC Noobonji. Was habt ihr? Ach nee, guck mal, hier drin, ne? Hab ich? Wo hab ich meine Angel hingeworfen? Seid ihr schon alle im Bett? Nee. Nö. Wir haben übrigens schon 30 Dingensbummens. Ich stehe hier überall von dir, hallo. Wie 30 Dingensbummens? Kohlbarsch, neuer Rekord. SRS. Ich hab den längsten. SRS könnte natürlich wirklich gut funktionieren bei der nächsten Path of Exile Liga mit der Mechanik. Boah, ich muss erstmal Pippi, ey. Ich mag SRS noch nicht. Ich mag Summer noch nicht spielen. Hey, boah, haben wir Gold bekommen gerade? What the fuck? Ja, ich hab wieder was abgeschlossen. Du hast Quests abgeschlossen. Genau. Sehr gut. So witzig, dass du keine Quests magst und ständig irgendwelche abschließt. Ich muss noch einen Schmelzofen herstellen. 43 cm hast du bekommen. Wie stelle ich einen Schmelzofen her, Benny? Geh ins Baumenü, da siehst du es. Ich finde Cola. Das gibt irgendeine schnelle Leiche. Du fühlst dich vor Überanstrengung träge. Ich geh mal lieber schlafen, ne? Jetzt hättest du es auch fertig machen können. Hab ich gerade verbraucht. Nee, ich glaube, du kriegst nichts Gutes, oder? Wenn du dich träge fühlst. Ich hab gerade alles verbraucht, Benny. Ja, dann kannst du wohl keinen Schmelzofen mehr bauen. Zwei Schmelzöfen reichen doch auch erstmal. Was willst denn du alles einschmelzen? Wenn wir eine Quest absolviert haben, da gibt's doch wieder Geld. Was für Quest? Ja, baue einen Schmelzofen. Ach so. Ja, den muss ich auch noch machen. Dann hätte ich vielleicht nicht zwei Schmelzöfen bauen sollen. Nee, hätte ich jetzt mal mitdenken müssen. Aber die Lumida kann ja noch den einen dort bei meinem Haus links machen und ich mache noch einen bei meinem Haus. Dann haben wir um mein Haus halt Öfen. Da habe ich sie wenigstens im Winter schön warm. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Ich baue den morgen. Ich schlaf schon. Gute Nacht. Nee, wundern, es wird jetzt bestimmt. Wollt ihr jetzt unbedingt noch länger spielen? Nee, wie du magst. Also so langsam reicht es mir auch. Wir sind schon seit 3,5 Stunden dabei. Ja, eben. Mir ist es egal. Also ich würde jetzt vermutlich, wenn du früher ins Bett, wenn du nicht ins Bett gehen würdest, eine Pause machen und dann weitermachen. Aber. Und dann lass doch mal Pause machen. Wer verkauft denn die Amethysten? Die brauchen wir zum Verschenken. Oh Gott, ich war das. Ich habe zwei gefunden. Ich darf das. Nee. Und Topaz auch gleich mit. Und ein Erdkristall. Junge, wir brauchen die. Ich finde das auch wieder. Das ist total leicht. Die nächsten werden wir mal behalten. Aber dann machen wir doch jetzt mal für heute Schluss. Ja, du musst dich verabschieden. Du machst das mal bei YouTube. Also, viel Spaß noch. Bis bald. Und ja, wir werden bestimmt mal wieder demnächst streamen.